Sprecht mit Breloa. Der war jetzt noch mal wo? Endlich frei. Hab's Dank. Breloa. Da hinten. Wie viele Jahre? Vergebt mir, wenn ich das Offensichtliche erwähne, aber ihr lebt. Wir haben furchtbare Geräusche aus den Tiefen der Höhle gehört. Was ist geschehen? Ein bisschen was ist geschehen, ne? Ich habe Rajins Umhang. Und ihr habt Fürstin Nairome befreit. Sie ist recht zugänglich und könnte sich noch als lebende Fundgrube an Wissen über die wandelnde Stadt erweisen. Ich hoffe, dass euch General Endari keinen Ärger gemacht hat. Rajins Umhang hat sie in den Wahnsinn getrieben. Ich musste sie töten. Ich verstehe. Ich weiß nicht, warum sie all dies getan hat, aber einst war sie eine Heldin. Ich glaube nicht, dass ihre Soldaten erfreut auf diese Nachricht reagieren werden. Aber wie ihr sehen könnt, sind solche Relikte gefährlich. Ich kann ihn der Magiergilde in Eldenwurz übergeben, wo man seine Macht eindämmen kann. Königin Aaron braucht ihn für ihre Bestätigungszeremonie. Ich werde die altmärische Botschaft alarmieren, wenn ich nach Eldenwurz zurückgekehrt bin. Sobald ich ihn in der Magiergilde habe, werde ich sehen, ob ich für ihre Bestätigungszeremonie einen sicheren Umgang damit finden kann. In Ordnung, hier ist er. Hervorragend. Ich mag gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können, wenn ihr nicht gewesen wärt. Aber sei's drum. Fürstin Nairome und ich werden nach Eldenwurz zurückkehren, sobald er sicher ist. Jung. Rettstunden zur Wahl. Ab der nächsten Stufe. Ich hätte auch gern mehr Leben. Naja. Ich muss auch mal mit der zweiten Waffe mal kämpfen, ne? Zweihändig. Es hat auch alles zweihändig. Gut, hier ist nichts. Nichts, was besser ist als das, was ich jetzt trage. Bräuchte bald mal einen Händler. Die Richtung müsste ich.
Hi. Jetzt bin ich ja wieder hier oben. Wunderbar. Diesmal habe ich es lebend runter geschafft. Suchen wir jetzt einfach mal nach den Fragmenten. Okay. Was auch immer da hinten ist, wahrscheinlich die Dolmen. Gehe ich einfach mal stark von aus. Oberes Fragment. Fehlt nur noch eins. Das Eckfragment. Ich bin jetzt ein Gelehrten der Aeliidensprache. Da hinten am Arsch der Welt. Gut, ich porte mich. Oder? Nee, warte. Ich porte mich nicht. Jetzt. Jetzt kann ich mich porten. Hier. Einmal was nachgucken. Okay. Alles klar. So. Dann suchen wir als erstes den Überlebenden. Ich würde aber sagen, dass wir ganz gut sogar vorankommen. Ich hoffe nur, dass wir aus Grad weit bald mal raus sind. Ist ja sie unbedingt eins meiner Lieblingsgebiete. Ganze dschungelartige und sumpfige. Zählt das? Will ich es einmal kurz wissen. Nein. Grüße, möge das Glück euch begleiten. Nee.
Okay, tatsächlich nur aus den Flößen. Das macht die Sache etwas schwierig. Okay, ich muss tatsächlich hier rein. Bitte, holt mich hier raus. Ich habe gesehen, was Sie den anderen angetan haben. Es ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Was ist hier geschehen? Wir kämpften gegen die Wurmkultisten in der Mitte von Gilvartal, unter dem hohlen Baum. Der dunkle Anker, der über uns aufragte, wimmelte von Daedra, in riesigen Scharen, wie auch bei anderen, die wir zuvor gesehen hatten. Doch es dauerte nicht lange, bis wir bemerkten, dass irgendetwas hier anders war als sonst. Ist ihm so, ja. Und was? Wir konnten ihm nichts anhaben. Nichts, was wir taten, zeigte Wirkung. Überall dort erfasste uns dieses Gefühl. Ein Schaudern lief uns über den Rücken. Es war seine Präsenz. Noch von damals, als er vor all diesen Jahren die Seelen von Gilvartal erntete. Sie stärkt jetzt irgendwie den dunklen Anker. Warst du doch schon wieder weg? Also beziehungsweise im Lurk. wie vernichten wir denn... Wie vernichten wir dann den Anker? Hier wurden widerwärtige Maschinen in den Boden gerammt. Die Wurmkultisten nennen sie die Reißzähne des Chaos. Sie scheinen die verbleibende Magie von Molag Bals Präsenz in den Anker zu leiten. Aris hat versucht, einen von ihnen zu vernichten. Doch schon nach dem ersten Hieb, den er gegen die Maschine führte, war er tot. Wie können wir sie dann vernichten? Ich weiß es nicht. Wenn sterbliche Waffen wirkungslos sind und wenn selbst die verheerendste Magie scheitert, welche Hoffnung könnten gewöhnliche Sterbliche dann haben, gegen den Fürsten der Intrigen zu bestehen? Macht euch keine Sorgen, Mira. Fragen über Fragen. Ich werde euch sicher von hier fortbringen. Ihr und eure Freundin hier müssen den dunklen Anker zerstören, sonst sind die anderen umsonst gestorben. Ihr stellt euch selbst immer an letzte Stelle, nicht wahr? Mivas Erzählung von den Reißzähnen bringt mich auf eine Idee. Aber die Nachricht ist geil. In einer anderen Version von Grabwald. Lande ich jetzt am gleichen Ort? Jein. Der Nähe und doch sehr weit weg. Bin ich nicht da oben gekommen? War ja noch nie. Nee, das ist kein Sinn. Muss ich das Gespräch jetzt aber nicht nochmal führen, oder? Doch, muss ich. Oder? Nee. Ja, nein. Nee, muss ich nicht. Natürlich, die Reißzähne. Jetzt ergibt alles Sinn. Die gesegnete Almalexia hatte eine Vision darüber, dass der Fürst der Intrigen seine Zähne in den Boden von Gilvartal geschlagen hat. Die Reißzähne, die sie in der Vision sah, müssen die Geräte sein, die Miva beschrieben hat. Sah sie auch, wie man sie vernichten kann? Habt ihr jemals gesehen, wie eine Göttin weint? Es ist ein schrecklicher Anblick. Ein solch vollkommenes Antlitz, verunstaltet durch so viele Tränen. Almalexias Tränen für Gilvartal
erstarrten zu einem wunderschönen Edelstein, der mit all ihrem Zorn auf den Ernter der Seelen erfüllt war. Was wollt ihr mir mit dieser Geschichte sagen? Eine Göttin leidet niemals ohne Sinn. Der Edelstein kann die Reißzähne des Chaos vernichten. Die gesegnete Almalexia hat mich gewarnt, dass kein Sterblicher den Edelstein führen könnte, ohne von seinem Zorn vernichtet zu werden. Sie sagte mir, dass ich auf die Seelenlose warten soll. Jene, die nicht sterben kann. Auf euch. Ja. Was soll ich tun? Nehmt die Träne von Almalexia. Vernichtet die Wurmkultisten. Ihr Blut wird ihren Zorn erwecken. Sobald der Zorn meiner Göttin aus dem Edelstein befreit wurde, kann sich ihm nichts widersetzen. Nicht einmal die Reißzähne des Chaos. Ich werde an eurer Seite bleiben und diese Sache bis zum Ende durchstehen. Okay. Mal gucken. Los. Da bin ich raus. Loa da zusammen. Der nächste. Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Yep, muss ich. Ah, nee. Doch. Bin hier richtig, aber ich kann hier nichts machen. Ich muss warten. Kann ich auch erstmal zum anderen, oder? Der ist, glaube ich, zu weit weg. Okay, und einen brauche ich noch, aber... Na, der gerade tot. Nur wurde alles niedergemetzelt. Da ist noch was. Ist der hier? Ja. Servus. Ausschwärmen.
Hier. Kommt denn der andere jetzt schon wieder her? Ah, und da ist der Anker. Ernterin. Der ist gerade irgendwie nicht schwer auszuweichen. Geschafft. Es ist geschafft. Die Präsenz des Ernters der Seelen schwindet aus diesem Land. Aber wahrscheinlich hat dieser Ort für immer Narben davongetragen. Wird der Wurmkult nicht versuchen, diesen Ort zurückzuerobern? Er wird es versuchen. Doch ohne die Daedra oder die Verbindung nach Kalthafen sollte die Vernichtung der restlichen Wurmkultisten schnell erledigt sein. Ich werde das Dominion davor warnen, was sie mit den Reißzähnen des Chaos vorhatten. So etwas wird nicht noch einmal zugelassen werden. Okay. Ich muss dem Dominion Meldung erstatten, was hier geschieht. Almalexia sagt euch eine große Zukunft voraus, aber ob sie gut oder schlecht sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Danke für eure Hilfe. Falls wir uns einmal wiedersehen, dann hoffentlich wieder als Verbündete. Lebt wohl. Wir werden es sehen. Wir haben aber zu viele Quests hier ab. Nichts, glaube ich zumindest. So, was haben wir hier? Ist das? Ja, das verraten mir die Runen. Die kleinen Veränderungen im Entwurf und den Strukturen sind einzigartig für die Walenwald-Eileiden. Ich wäre sehr daran interessiert, diese Tafel neu zusammenzusetzen und zu untersuchen, wenn ihr euch davon trennen könnt. Ja, muss ich ja leider. Ich habe gehofft, jemand könnte vielleicht etwas damit anfangen. Sie gehören euch. Wie aufregend! Wir wissen immer noch nicht genug über die Eileiden, die hier einst siedelten. Ich bin froh. Bekommen aber auch keine mittlere Rüstung, ne? Wir bekommen schwere oder wir bekommen leichte. Wir bekommen keine mittlere. Hab Dank. Solch ein Fund ist besonders selten. Er kannte unser Verständnis für die Walenwald-Eileiden und für ihren einzigartigen Dialekt wirklich voranbringen. Ich muss sofort. Wir kommen hier nicht wirklich voran. Was ist so besonders an diesen Fragmenten? Alle wissen, dass die Eileiden viele Geheimnisse hinterlassen haben. Und je besser 28. Desto mehr erfahren wir auch über ihre Ruinen. Ihre Sprache ist ein Teil dieses Prozesses. Und als die Eileiden ihre großen Wanderungen unternahmen und sich ihr Volk aufteilte, bildeten sich Varianten ihrer Sprache. Und die untersucht eine dieser Varianten? Richtig. Wir wissen bereits,
dass es kulturelle Unterschiede zwischen den Aileiden von Cyrodiil und denen im Walenwald gibt. Ich kann gleich mal gucken, was für einen ich trage. Und wir wissen viel weniger über sie, als sollte gleich fertig sein mit reden. Geläufigere Cyrodiilisch. Alle Schriftzeugnisse, die wir hier finden, sind von großer Bedeutung. Okay, meiner ist 26. Mein Helm. 26, 24, 27, 26, ja. Ja. Dann gehen wir mal in die Dingens. Ja, der ist auch schlechter als meiner. Also allein schon von der Stufe her. Meiner ist wie gesagt 26. Ist, ich glaube nicht, dass er besser ist. Ich muss mich einfach noch weiter gedulden. Ich könnte mir auch was selbst schmieden, aber ich habe keinen Bock zu craften. Ich bin crafting faul, aber das wisst ihr ja. Da oben ist eine Quest. Ich crafte mir erst dann, wenn ich mein Abo habe. Weil ich dann genug Platz auch habe. Ich habe die Quama in der Klettenwurzmine untersucht. Gerade ist es ja eher so semi. Ich glaube, ich habe noch 10 Plätze. Ungefähr. Vielleicht kann ich helfen. Bei euch klingt das so einfach. Darum könnte ich euch nie bitten. Die Mine wurde von aggressiven Quama und einem Schwarm wilder Donnerkäfer überrannt. Es ist zu gefährlich. Weil es die Sorge um mögliche Gefahren mir. Wo soll ich suchen? Nun, es ist ja euer Hals, den ihr riskiert. Die Klettenwurzmine ist nicht weit. Sie liegt gleich hier am Fuß des Wasserfalls. Doch mein Lager war tief in der Mine, fast schon an ihrem Grund. Dort, wo die Quama nisten. Dort habe ich meine Notizen gelassen. Ich werde sie finden. Hab Dank. Es bedeutet mir viel, zumindest meine Aufzeichnungen zurückzubekommen. Seid vorsichtig. Wütende Quama sind gefährlich. Und dann sind da noch die Donnerkäfer. Nicht schon wieder Donnerkäfer, bitte. Alles von den Donnerkäfer. Was hat euch aus den Minen getrieben? Eine Plage von Donnerkäfern. In den ganzen 20 Jahren, in denen ich nun schon die Quama studiere, habe ich so etwas noch nie gesehen. Donnerkäfer sind mies. In einer einzigen Nacht war die gesamte Mine überlaufen. Aber daran können wir wohl jetzt nichts mehr ändern. Nein. Könnt ihr die Donnerkäfer nicht wieder vertreiben? Das wird jetzt nichts mehr nützen. Die meisten meiner Quama wurden getötet. Der Rest ist jetzt extrem aggressiv, weil etwas in ihr Nest eingedrungen ist. Trotzdem kann ich darüber wenigstens ein spannendes Kapitel schreiben, nicht wahr? Die Nacht der Donnerkäfer. Nun, an dem Titel muss ich wohl noch arbeiten. Ich liebe dieses Pferd. Auch wenn ich nicht weiß, warum es dann plötzlich so aufleuchtet, aber ich liebe dieses Pferd. Tempel der 8, da muss ich auch noch hin. Das mache ich einmal fix. Okay, nee, das ist... Ja. Hi. Noch einen Totenkopf gefunden. Damit sind Totenköpfe.